In dem Interview im März, das fand ich ganz interessant, sprichst du von einer kleinen rassistischen Schieflage und erwähnst zu diesem Zeitpunkt die aufgetretenen Anfeindungen gegenüber Asiaten und Asiatinnen. Das finde ich ganz spannend, wenn man das jetzt so im Lauf der Entwicklung sieht. Also das war so der Anfang. Jetzt sieht es wieder ein bisschen anders aus. Es gibt ja immer Veränderungen, die aber auch nicht unbedingt besser sind. Aktuell gibt es ja in einem Hochhaus in Göttingen, in dem, ich glaube, 18 Stockwerke ist es, ich glaube, 700 Menschen leben dort. Und von diesen 700 sind ganz viele mit Migration und Fluchterfahrungen. In diesem Hochhaus gab es jetzt einen Covid-19-Ausbruch. Und sofort hat man ganz vorschnell nach dem Schuldigen gesucht. Also wer hat jetzt diesen Covid-19-Ausbruch verursacht? Wer hat sich nicht an die Regeln gehalten? Und ziemlich schnell hat man dann wieder bestimmte Gruppen aus sehr eng definierten Kulturkreisen identifiziert. Und in dem Fall waren es, also ich sage nicht, dass das so war, man hat halt geguckt und hat gesagt, ja, das sind Gruppierungen, die auf einem engen Raum eng zusammenleben und das sind in großen Familienverbänden. Und dann kam man ziemlich schnell auf die Roma, die dort leben. Und dann hat man gesagt, ja, also die sind es, ob die es jetzt wirklich waren, es sind einfach wechselnde Zuschreibungen, aber vorschnell hat man die meiner Meinung nach unter Generalverdacht gestellt. Jetzt meine Frage, werden wir, wie man sieht, am Anfang waren es Asiaten und Asiatinnen, jetzt sind Roma. Manchmal war es, glaube ich, auch ohne jetzt mit Migrationserfahrungen, die Karneval zu heftig gefeiert haben. Also es wechselt, aber ich glaube, Nation ist immer ein, sage ich in Anführungszeichen, ein dankbares Merkmal, wo man schnell drauf zurückgreifen kann. Ist mit der Zunahme von wechselnden Stigmatisierungen weiter zu rechnen? Siehst du das so, dass man bestimmte Gruppen, und das finde ich das Spannende, analog zu den schon existierenden Vorurteilen, weil die Vorurteile, die gibt es ja die ganze Zeit, vorschnell unter Generalverdacht stellt? Und siehst du, dass es zu einer Verschärfung von rassistischen Schieflagen kommt? Also du sprichst ja von, heb's ab auf den Artikel, der in der Zeit war, wo das auch kritisch auseinandergenommen wurde, dass das vorschnelle Sortierungen war und soziologisch nicht wirklich überraschend ist. Beim genaueren Hinsehen, so wie ich die Reportage verstanden habe, gibt es in der vermeintlich homogenen Gruppe der Sinti und Roma und in der vermeintlich homogenen Gruppe derjenigen Familien, die intensiv, exzessiv das Ende von Ramadan gefeiert haben, gibt es Menschen, die völlig empört waren, wenn andere sich nicht an die Regeln gehalten haben und welche, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, so wie im Rest der Bevölkerung auch. Die öffentliche Aufmerksamkeit und das Bedürfnis, ich würde das mal jetzt eher zur Sozialpsychologie greifen wollen, das Bedürfnis, gerade in Krisensituationen, die Komplexität dadurch zu reduzieren, indem man Schuldige findet, Sündenböcke ausmachen kann, das ist, glaube ich, weiß nicht, wir kennen uns jetzt nicht, aber ich würde vermuten, dass wir alle nicht so ganz frei davon sind. Und ich stelle Bildungsniveau hin oder her eine ziemlich stabile anti-chinesische Diskurslinie fest. Die, insofern würde ich sagen, das, was ich da im März gesagt habe, das bezog sich, ich konnte ja die Institution, die Location nicht nennen. Also es waren mehrere Gespräche in Karlsruher Bäckereien und Cafés, wo mir erzählt wurde, dass Kundschaft gesagt hat, sie würde sich von Chinesinnen und einer Kellnerin, die chinesisch aussieht, nicht bedienen lassen. Die betroffenen Kellnerinnen und Kellner waren eben Deutsche mit langjährigen Mehrgenerationen-Anwesenheit in Karlsruhe, aber das half sozusagen nichts. Ja. Das ist so die eine Linie, wo ich denke, dieses Thema Asien oder insbesondere China wird uns nicht so schnell abhanden kommen, was positiv wäre. Es wird untermengt jetzt mit diesen auch nach wie vor ja kursierenden Spekulationen und Untersuchungen, wo kommt Covid-19 her? Sind das Versuche da in chinesischen Laboren?
Und also ich habe wirklich viele Gespräche geführt im Bekannten, im erweiterten Bekanntenkreis, wo da also die Verschwörung sozusagen auf China gemünzt wird. Und ich glaube, dass da eine neue Diskurslinie sich etabliert, die sich auch dranhängt an die Debatten der letzten Jahre, also Übernahme afrikanischer Staaten, Projekt Seidenstraße, also sozusagen so eine Art von China übernommen werden und jetzt mit der Pandemie, dass da das auch für diejenigen Menschen, die so aussehen, als kämen sie jetzt direkt aus China, dass das bestehen bleibt. Und es gibt, ich hatte jetzt keine Zeit mehr, das nochmal zu recherchieren, aber es gibt ja auch Initiativen von Studierenden aus China, die da diese Anfeindungen und diese Ressentiments erfahren und sich dagegen auch organisieren, um da auch dem Paroli zu bieten. Und im Übrigen denke ich, wie so oft beim Thema Migration, Einwanderungsland, dass es auch wie vor Corona schon beides gibt. Es gibt ein großes mediales Bedürfnis, Problemgruppen zu identifizieren und die mit irgendwas in Verbindung zu bringen, was man dann auch entlastend findet, dass die jetzt dahinter stecken. Das wiederholt sich ja immer wieder. Auf der anderen Seite finde ich sehr auffällig, was alles nicht passiert, was alles nicht thematisiert wird im Zusammenhang von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, wie viele der Personen, die jetzt in den Reportagen auftauchen, als Chefärztinnen und Ärzte von Intensivstationen, Menschen, die in Forschungseinrichtungen arbeiten oder auch in Unternehmen arbeiten. Also es zeigt sich dort genauso, wie es das andere gibt, die Etablierung einer migrantischen Mittelschicht. Ja? Und das würde ich jetzt als Soziologin als Integrationserfolg werten. Der wird aber nicht thematisiert. Ja? Also Menschen mit spanischen Wurzeln, mit türkischen Wurzeln. In Mainz ist ja eins dieser Unternehmen ansässig, was jetzt den Impfstoff entwickeln soll. Und die beiden Personen, die das jetzt in die Wege geleitet haben, die Initiative ergriffen, ist ein türkischstämmiges Ehepaar, was... Also beide sind Ärzte und Krebsforscher bzw. Wissenschaftler. Und da wird die migrantische Herkunft nicht thematisiert. Ja? Und dabei zeigt das eben die Einwanderungssituation genauso wie die tatsächlichen oder vermeintlichen Schieflagen bei den anderen Themen. Was ich ganz interessant finde bei dem Thema Integrationserfolge, sind ja nicht nur die Ärzte und Ärztinnen mit Migrationserfahrungen, was nicht thematisiert wird, was ja überhaupt gar nicht thematisiert wird, ist auch, dass wir ganz viele Menschen, Geflüchtete, in systemrelevanten Berufen tatsächlich haben. Also wir haben auch hier im IBZ Geflüchtete in der Ausbildung als Altenpflegehelfer, als Krankenpflegehelfer, die wirklich mitten im Zentrum, im Corona-Zentrum arbeiten, die aber immer noch von Abschiebung bedroht sind. Also das sollte man nicht unterschätzen. Und es war vor ein paar Wochen war ein Bericht in der BNN, weil uns das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Dass das, ich finde, das eine sind die Ärzte und Ärztinnen, aber ich sage jetzt mal dazu, die haben immerhin einen sicheren Aufenthaltsstatus. Ja? Die werden zwar auch nicht beachtet, aber ich finde jetzt diese Personen, die sich auch in Gefahr bringen, die in diesen Berufen arbeiten, ja, und die sind nicht nur bedroht von Corona, von der Ansteckung, sondern die sind immer noch bedroht von der Abschiebung. Und das finde ich tatsächlich skandalös. Das Zweite, was ich auch noch, ich weiß nicht, ob das jemand, ob du es gesehen hast, ich glaube, vor ein paar Tagen war in der BNN tatsächlich ein Bericht, weil man sagt, es sind die Bedrohung aus China und die Anfeindungen gegenüber Chinesen und Chinesinnen. Da haben tatsächlich Studierende mit japanischen Wurzeln berichtet an der Musikhochschule, dass die auch massiv diskriminiert werden. Also dass denen das genauso passiert, das wirft man halt alles in einen Topf. Ja? Ob die jetzt aus Japan oder China, ist ganz egal. Aber das sind die hier die Bedrohung Coronavirus reinbringen. Das finde ich ganz interessant. Also vielen Dank für deine Erweiterung dieses Themas, was den medizinischen Bereich angeht. Es gibt einen Soziologen, den ich sehr schätze, Irving Goffman heißt er, ein Amerikaner, schon längst in den 60er Jahren leider sehr früh verstorben. Der hat ein Buch geschrieben, Wir alle spielen Theater.
Das heißt im Original ganz anders. Also dieser deutsche Titel ist absurd, ja, der passt überhaupt nicht. Also es geht um die Präsentation im alltäglichen Leben und wie wir uns mit zu anderen in Beziehung setzen. Und da macht er den sehr hilfreichen Unterschied zwischen der Vorderbühne und der Hinterbühne des gesellschaftlichen Alltags. Und das, was du beschreibst, ist sozusagen die Hinterbühne, die sozusagen nicht wirklich sichtbar ist. Und es gibt nicht nur die Hinterbühne jetzt dieser Altenpflegekräfte, die möglicherweise abgeschoben werden. Es gibt, wenn man sich Krankenhäuser anschaut, gibt es ja nicht nur die Hinterbühne, sondern auch noch den Keller. Also wer macht die ganzen Instrumente sauber? Wer bringt sozusagen das, was infiziert ist, was sozusagen ausgetauscht werden muss? Wer entsorgt das? Ja, und da ist der Frauenanteil sehr hoch und der ist der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte auch überproportional hoch. Und die sieht man nicht mehr im Erdgeschoss, sondern da muss man sozusagen im städtischen Klinikum sozusagen noch tiefer gehen, um dann diese Menschen zu sehen, die dort im Einsatz sind. Und in den Interviews mit Mitarbeitenden von Intensivstationen und jetzt Covid-19-Patientenversorgung habe ich immer wieder mit Interesse gelesen, dass dann, wenn Menschen genug Zeit haben, sich zu erklären, dann auf das, was sonst noch sozusagen, wäre da sonst noch systemrelevant unter zum Teil unsäglichen Bedingungen und Stress und Überstunden arbeitet, wird das dann eben auch erwähnt. Das wäre sozusagen jetzt für diesen Gesundheits- und Medizinbereich noch das vollständige Bild.